hallo. Soll ich euch mal zeigen, wie man so ein tolles Eis oder so eine tolle Girlande macht? Wenn ihr wollt, dann mal los. Ihr braucht nur zwei Ringe aus Pappe. Und wenn ihr wollt, Papier. Wenn ihr ein Eis machen wollt, einen Eierkarton, eine lange Schnur, eine spitze Schere und dann mal los. Erst nehmt ihr die zwei Ringe und eine Schnur. Die zwei Ringe legt ihr am besten auf den Tisch. Dann legt ihr eine Schnur und legt beide Ringe da drauf. Dann müsst ihr das zuknoten. Einfach nur ein normaler Knoten. Dann müsst ihr die ganze Zeit wickeln, den Faden. Bis es irgendwann so aussieht. Es darf nur noch ein kleiner Finger reinpassen, hier in das Loch. Es wird sehr dick, hat es auch gut so. Dann braucht ihr die spitze Schere und schneidet die Sachen durch. Das ist aber ganz schön schwer. Ich warne euch nur schon mal. Wenn ihr hier ein kleines Stück aufgeschnitten habt, könnt ihr da die zwei Pappsachen Ringe auseinandernehmen und schneiden. Ich habe es jetzt durchgeschnitten. Mir ist dabei hier der Ring kaputt gegangen. Es ist dann zwar ein bisschen schwerer, dann nehme ich die eine Hälfte ab. Und ziehe nur noch an der anderen. Dann nehme ich da einen Faden und nehme die Seite, wo das aber noch dran ist, der Ring. Und mache dort einen Doppelknoten rein. So. Das geht dann auch schwer. Dann macht ihr als erstes einen Knoten. Zieht den so fest ihr könnt. Und dann noch einen Knoten. Wenn ihr euer Eis aufhängen wollt, oder euren Bommel, dann lasst die Schnur dran. Dann sieht es so aus. Aber wenn ihr es nicht aufhängen wollt, dann müsst ihr die Schnur abschneiden, so wie ich jetzt. Ich tue einfach so, als ob die dazugehören würde. Dann habe ich jetzt schon den Ring abgezogen, der zerbrochen war. Dann sieht es so aus. Dann müsst ihr den noch kneten, weil das ist nicht immer direkt so schön. Dann könnt ihr es noch schön schneiden. Dann habe ich so ein Puschel und ich habe mir einen Zylinder gebastelt, da noch schöne Muster drauf gemalt. Aber wenn ihr eine Girlande machen wollt, braucht ihr einen Eierkarton. Den malt ihr dann noch schön an. Ihr könnt aber auch wieder einen Zylinder aus Pappe machen und den anmalen. Und dann müsst ihr die Schnur hier zwischen den Eierkarton und den Bommel machen. Und
Ich habe hier die großen mal gemacht und nicht nur die kleinen. Und hier der Bommel war zu schwer. Dann hatte der Bommel unten gehangen. Und dann habe ich unten einfach was Schwereres reingemacht. Tschüss. Hallo, heute wollten wir beide euch zeigen, wie man einen schönen Pompon-Teppich macht. Dazu braucht ihr eine Anti-Rutschmatte, eine Gabel für einen Mini-Pompon, so zwei Schablonen und natürlich Wollen. Am besten spitze Scheren. Wir haben gerade nicht so mega spitze, aber es geht. Und vielleicht eine helfende Hand. Ja, als erstes nehmt ihr diese beiden Schablonen, tut sie aufeinander und nehmt euch Wolle. Ich nehme die beiden zusammen. Das geht dann schneller, wenn man zwei hat. Dann dauert es nicht so lange. Dann tut man das hier drauf und wickelt das drum. Okay, jetzt habe ich es fertig. Ich habe das Seilende rausgezogen. So, und jetzt mache ich einen festen Knoten. So. Nicht, dass der da reinkommt. So. Am besten nochmal, dass es am Ende nicht rausfliegt. So, und jetzt noch einmal, das reicht dann. Jetzt könnt ihr das hier abziehen. Das ist eine Stück, dann das andere. Ups, egal. Dann guckt ihr, wo ihr das verbessern könntet. So haltet ihr es dann dran und schneidet da ab, wo es zu viel ist. Jetzt ist der Pompon fertig, damit er noch schön fluffig wird. Ein bisschen schütteln. So, jetzt habt ihr einen Pompon. Jetzt zeige ich euch, wie man einen kleinen Pompon machen kann. Dazu braucht man nur eine Gabel, natürlich Wolle und eine Schere. Ja, als erstes, ich zeige es dir mal, gleich kannst du anfangen, das zu drehen. Das ist fast gleich, nur halt, dass man es sehr klein macht. Man muss aufpassen, dass man hier vorne Platz lässt, damit man noch die Schnur durchmachen kann. Und dass es auch nicht unten rausfliegt. Als erstes macht ihr das mal so. Hin und her. Am besten so. Manchmal verwirrt sich das, das ist schon ein bisschen blöd. Macht ihr das? So, bitteschön. Hier das ab und jetzt könnt ihr euch ein ganz kleines Stückchen abmachen, hier durchschieben, das ist ein bisschen Friemelarbeit, aber es geht, dann in der Mitte durch und
einen Knoten machen. Jetzt habe ich ein zu kurzes Stück genommen. Muss man schon ein bisschen längeres nehmen. Zweiter Versuch. Und das ein bisschen nicht, aber es geht. Dann muss man hier einen Knoten machen. Am besten mehrere. Am Ende fliegt das immer auf bei mir. Deswegen immer zwei Knoten, Doppelknoten am besten. So, jetzt haben wir es ganz fest gezogen. Ziehen das davon ab. Und ich nehme jetzt immer noch einen und ziehe das nochmal. Das ist ganz leicht. Jetzt müsst ihr nur noch hier vielleicht ein bisschen abschneiden, was nicht so schön aussieht. Und jetzt braucht ihr eine Schere. Sucht euch hier in der Mitte, hier, so das hier aus und schneidet es durch. Es tut ein bisschen weh. Es ist ein bisschen störrisch. So, ich habe jetzt das ausgeschnitten und es ein bisschen schön gemacht, wieder gedreht. Und jetzt ist so ein kleiner Pompon rausgekommen. Hier schon ein bisschen vorbereitet. Und meine Pompons hier befestigt. Hier. Man macht das so, man fädelt den Faden rein. Hier sieht man es. Dann knotet man das Ende und schneidet, wenn es zu lang geworden ist, einfach ab. Dann sieht das hier unten so aus. Und man muss gucken, wo man sich das platzieren sollte, aber am Ende hat man dann so ein paar Pompons beisammen. Ich habe den Pompon jetzt dran gemacht. Muss noch ein paar machen, dass, wenn ich einen schönen Teppich im Zimmer haben will. Ich hoffe, das ist eine schöne Idee für euch. Es dauert noch ein paar Tage. Tschüss. Viel Spaß beim Nachmachen.